Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Komponente Produktionsplanung und Steuerung in SAP ERP. Wie Sie das schon gewohnt sind, werden wir in diesem Video zuerst die Grundlagen erarbeiten. Das heißt, wir werden uns die Organisation, Stamm- und Bewegungsdaten angucken und das alles auf Basis des Beispielunternehmens Global Bike. Anhand des Beispielunternehmens Global Bike werden wir jetzt auch starten. Wir werden uns den Produktions-, Planungs- und Steuerungsprozess von Global Bike anschauen. Hier sehen Sie jetzt wieder unser Miro-Board, in dem ich den Produktionsplanungs- und den Produktionssteuerungsprozess von Global Bike dargestellt habe. Wie Sie an der Begrifflichkeit schon hören, geht es jetzt um zwei Prozesse, die sehr enge zusammenspielen, jedoch eigentlich getrennt ablaufen können. Zum einen werden wir uns den Planungsprozess anschauen. Im Rahmen des Planungsprozesses wird eine Grobplanung für die Produktion erstellt. Der zweite Teil wird dann sein, die eigentliche Durchführung der Produktion und die damit zusammenhängende Produktionssteuerung. Wie sieht die Produktionsplanung bei Global Bike aus? Bei Global Bike sieht es so aus, dass der Prozess startet, indem eine neue Produktionsgrobplanung erstellt werden soll. Dazu müssen zuerst eine Reihe von Stammdaten gepflegt werden. Wir werden sehen im Rahmen der Fallstudie, dass das zum Beispiel die Stammdaten mit dem Bezug zu dem Material oder auch einer Stückliste sind. Danach wird eine Absatz- und Produktionsgrobplanung erstellt. Wir werden also auf einer relativ groben Ebene, auf einem relativ groben Raster, im Beispiel werden das Monate sein, planen, wie hoch der Absatz eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Gruppe von Produkten ist. Die Grobplanung wird dann an die Programmplanung übergeben. Das führt dazu, dass diese Grobplanung zum Beispiel auf der Ebene einer Produktgruppe in die Bestandteile, die einzelnen Produkte, desaggregiert wird. Auf der Ebene der Produkte erfolgt dann die Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung wird zum Beispiel dafür sorgen, dass wir auch unsere Sekundärbedarfe für notwendige Rohstoffe erhalten. Damit ist dann die Produktionsgrobplanung abgeschlossen. Sobald die Grobplanung abgeschlossen ist, können wir mit der eigentlichen Durchführung der Produktion beginnen. Bei Global Bike sieht das so aus, dass zuerst ein Planauftrag, wir werden sehen, das ist ein Bewegungsdatum, das im Rahmen dieses Planungsprozesses erstellt wird, in einen Fertigungsauftrag umgewandelt wird. Der Fertigungsauftrag bildet dann die Grundlage der Steuerung der Produktion. Dieser Fertigungsauftrag wird freigegeben. Wir werden dann einen Warenausgang zu diesem Fertigungsauftrag buchen. Der Fertigungsauftrag benötigt eben Rohstoffe oder Halbfabrikate, die aus dem Lager entnommen werden. Die Materialien, Endprodukte werden produziert. Und schlussendlich erfolgt eine Rückmeldung, zum Beispiel wie viel Zeit dafür benötigt wurde. Dann wird der Wareneingang der Fertigprodukte, der Fertigerzeugnisse gebucht und der Fertigungsauftrag abgerechnet. Damit ist dann auch der Produktionsprozess bei Global Bike abgeschlossen. Was an der Stelle wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir im SAP-System, also im ERP-System rein die betriebswirtschaftliche Sicht der Produktionssteuerung sehen. Also im Rahmen dieses Prozesses der Produktionssteuerung werden wir nur die betriebswirtschaftliche Steuerung durchführen und erfassen können. Die eigentliche Steuerung der Produktionsmaschinen in der Produktion zum Beispiel, die ist nicht Teil des SAP-ERP-Systems. In der Realität, in einem wirklichen Unternehmen, gibt es dafür häufig spezielle Software. Die läuft dann unter dem Begriff Manufacturing Execution System oder MES abgekürzt. Das sind Systeme, die speziell dafür entwickelt sind, zum Beispiel Produktionsmaschinen zu steuern. Das führt natürlich dazu, dass in einem reellen Unternehmen auch so ein ERP-System häufig sehr eng mit einem MES-System integriert ist. Die müssen Daten austauschen. Das ERP-System sendet zum Beispiel Fertigungsaufträge an das MES-System. Das MES-System sorgt dafür, dass diese produziert werden. Und am Ende wird eine Rückmeldung von dem MES-System an das ERP-System gesendet. In unserem Beispiel, in unserer Fallstudie, werden wir diesen Schritt der Rückmeldung manuell durchführen,
Den habe ich Ihnen hier im Prozess auch schon gezeigt. Wie immer an dieser Stelle müssen wir jetzt uns überlegen, was sind denn die notwendigen Organisations-, Stamm- und Bewegungsdaten in dem ERP-System? Was die Organisationsdaten betrifft, da kommt jetzt in dieser Komponente nichts mehr Neues hinzu. Das haben wir alles schon kennengelernt. Wir brauchen, wie immer, den Mandanten. Unterhalb des Mandanten gibt es den Buchungskreis, der in unserem Beispielsystem eben die beiden Tochterunternehmen Global Bike Incorporated und Global Bike Germany abbildet. Zu den beiden Unternehmen gibt es Standorte, die als Werke abgebildet sind, und in den Werken jeweils die verschiedenen Lagerorte. Ich werde jetzt hier nicht mehr weiter drauf eingehen, das haben wir alles schon in den anderen Komponenten gesehen, das kennen Sie. Was benötigen wir an Stammdaten für die Produktion? Das Stammdatum, das wir auf jeden Fall benötigen, weil es zentral ist, ist das Material. Das Material wird produziert, das wird ein Fertigerzeugnis sein, das das Unternehmen Global Bike herstellt, aber wir benötigen auch Materialien in Form von Rohstoffen oder Halbfabrikaten, um dieses Endprodukt zu erzeugen. Also Material ist ein sehr zentrales Stammdatum. Um darzustellen, aus welchen Komponenten ein Endprodukt, ein Fertigprodukt hergestellt wird, aus welchen Komponenten das besteht, benötigt man eine sogenannte Stückliste. Die stellt dar, aus welchen Teilen ein Material besteht. Auch das ist ein Stammdatum im ERP-System. Die Produkte eines Unternehmens können außerdem auch nochmal hierarchisch organisiert sein, zum Beispiel in der Form von Produktgruppen. Wir werden sehen, im Beispiel Unternehmen Global Bike ist es so, dass es eine Produktgruppe Fahrräder gibt. Unter diesen Fahrrädern gibt es zum Beispiel die Touring Bikes und die Mountainbikes, und die sind dann jeweils nochmal weiter untergliedert. Dass eine Produktion durchgeführt werden kann, brauche ich Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze stellen in SAP ERP das Stammdatum dar, dass zum Beispiel eine Produktionsmaschine oder auch ein Arbeitsplatz abbildet, an dem ein Mensch arbeitet. Ja, diese Arbeitsplätze haben bestimmte Kapazitäten, also die können in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge von einem Material erzeugen oder eine bestimmte Menge von einer notwendigen Tätigkeit leisten. Auch das sind Stammdaten im ERP-System. Und schlussendlich gibt es noch den Arbeitsplan. Der Arbeitsplan bringt die Stückliste und die Arbeitsplätze zusammen. Im Arbeitsplan ist hinterlegt, welcher Schritt welche Elemente der Stückliste benötigt und an welchem Arbeitsplatz der durchgeführt wird. Damit fehlen uns jetzt nur noch die Bewegungsdaten. Die Bewegungsdaten haben wir im Prozess gerade schon erwähnt. Wir haben gesehen, als Ergebnis der Produktionsgrobplanung wird es irgendwelche Bedarfe geben. Die Bedarfe werden dann in der Bedarfsplanung verwendet, um auch Sekundär- und Tertiärbedarfe zu erstellen. Die Fertigungssteuerung startet dann damit, dass ein Planauftrag, also eine Planung für eine Produktion, in den Fertigungsauftrag überführt wird. Der Fertigungsauftrag ist dann das Bewegungsdatum, das durch den kompletten Fertigungsprozess immer wieder aktualisiert wird. In dem werden sozusagen alle Daten gesammelt, die bei der Fertigung entstehen, nämlich zum Beispiel Warenausgänge, Wareneingänge oder auch die Rückmeldungen zu den benötigten Zeiten. Bevor wir uns jetzt im SAP ERP-System die Organisations-, Stamm- und Bewegungsdaten der Komponente Produktionsplanung und Steuerung ansehen, werde ich ein paar Grundbegriffe der Produktion wiederholen. Das machen wir jetzt ausnahmsweise in Form von Folien. Bevor wir damit einsteigen, nochmal den Begriff Produktion. Was kann man unter dem Begriff Produktion verstehen? Unter dem Begriff Produktion kann man eigentlich zwei unterschiedliche Dinge verstehen. Man kann die Produktion oder man kann den Begriff Produktion als die eigentliche Produktion von Fertigerzeugnissen aus Rohstoffen verstehen. Oder man kann den Begriff als den Prozess verstehen, der neben der eigentlichen Fertigung auch die notwendigen betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozesse enthält. Und das ist genau die Definition, die wir im Rahmen von dieser Vorlesung verwenden werden. Dabei umfasst dann die Produktionsplanung
nehme ich solche Themen wie, welche Mengen von Fertigerzeugnissen produziert werden, wie viele Halbfertigerzeugnisse und Rohstoffe dafür benötigt werden und insbesondere auch zu welchen Terminen. Die Fertigungssteuerung umfasst dann das Erzeugen der Fertigungsaufträge, die detaillierte Terminierung und so weiter. Noch ein Hinweis zur Begrifflichkeit. In der Literatur werden die Begriffe Fertigungssteuerung und Produktionssteuerung verwendet, um gleiche Funktionalitäten des SAP-ERPs zu beschreiben. In dem Foliensatz habe ich durchgängig den Begriff Fertigungssteuerung verwendet, weil er eben auch der Begriff ist, der im SAP-ERP-System zum Beispiel im Menübaum der Transaktion verwendet wird. Wenn man die eigentlichen Produktionen anschaut, dann gibt es da unterschiedliche Produktionstypen. Man unterscheidet hier ganz grob zwischen prognosengetriebener Produktion und auftragsgetriebener Produktion. Was ist hier der Unterschied? Ja, der Unterschied ist der Punkt, an dem von einer Prognose, die zum Beispiel auf Basis von historischen Daten erstellt wird, in eine Produktion gewechselt wird, die auf einem Kundenauftrag beruht. Und dieser Übergang von dem prognosegetriebenen in der auftragsgetriebene Produktion, die bezeichnet man als Kundenauftragsentkopplungspunkt oder englisch Order Penetration Point. Und hier sind jetzt verschiedene Produktionstypen dargestellt, zusammen mit ihrem Kundenauftragsentkopplungspunkt. Ja, das ganz klassische Beispiel, die Lagerproduktion. Dabei erfolgt die Beschaffung, die eigentliche Fertigung und die Montage auf Basis von Prognose. Und der Kundenauftrag kommt eigentlich erst nach der Produktion zum Tragen. Der Kunde bestellt ein Fertigerzeugnis und das wird aus dem Lager beliefert. Im Gegensatz dazu ist das in der Auftragsmontage so, dass die Beschaffung von Rohstoffen und die Fertigung prognosegetrieben erfolgt, die eigentliche Montage zum Schluss aber auf Basis eines Kundenauftrags. Ja, und in den verschiedenen Produktionstypen wandert jetzt dieser Kundenauftrag-Entkopplungspunkt immer weiter nach vorne sozusagen bis hin zu der Sonderproduktion, wo sogar erst mit der Beschaffung begonnen wird, nachdem schon ein Kundenauftrag vorliegt. Ja, das macht dann zum Beispiel Sinn, wenn Sie sehr teure und individuelle Spezialmaschinen für Ihre Kunden herstellen. Ja, dann starten Sie erst in dem Moment, wo der Kundenauftrag vorliegt, weil vielleicht dann auch erst klar ist, wie die eigentliche Konfiguration dieser Maschine aussieht. Neben den Produktionstypen gibt es auch unterschiedliche Prozesstypen in der Produktion. Die sind hier oben in so einer kleinen Hierarchie dargestellt. Man unterscheidet ganz grob auf der obersten Ebene zwischen Einzelproduktion, da haben Sie die Losgröße 1, ein Stück wird nur einmal hergestellt, und der Mehrfachproduktion, da haben Sie eine Losgröße N, Größe 1. Die Mehrfachproduktion können Sie dann noch weiter unterteilen in Serienproduktion, Massenproduktion oder individualisierte Massenproduktion. Die Unterschiede davon habe ich Ihnen versucht, mal in so einer kleinen Grafik darzustellen. Also Einzelproduktion ist klar. Bei einer Serienproduktion sieht das dann so aus, dass ein Produkt mehrfach hintereinander produziert wird, aber zum Beginn der Produktion klar ist, wie viele Stücke von diesem einen Produkt erstellt werden. Das sind hier zum Beispiel dreimal das gleiche Fahrzeug und dann nochmal zweimal ein anderes Fahrzeug. Im Gegensatz dazu ist das dann bei der Massenproduktion so, dass ein und dasselbe Produkt immer weiter produziert wird, die Losgröße zu Beginn der Produktion also nicht klar ist, sondern einfach weiter produziert wird. Die individualisierte Massenproduktion ermöglicht Ihnen dann eben noch Individualisierung im Rahmen dieser Massenproduktion durchzuführen für einzelne Produkte und natürlich nur in einem vorher vorgegebenen Rahmen. Damit haben wir die beiden Begriffe Produktionstypen und Prozesstypen in der Produktion geklärt. Als nächstes schauen wir uns jetzt noch die Bedarfsarten an. Wenn man von einem Bedarf spricht im Zusammenhang mit der Produktion, dann gibt es drei Arten von Bedarfe, nämlich die Primär-, die Sekundär- und die Tertiärbedarfe. Was ist das? Die Primärbedarfe bezeichnen den Bedarf an einem zu produzierenden Fertigerzeugnis.
Und abhängig von dem Produktionstyp, haben wir gesehen, können diese Primärbedarfe zum Beispiel aus einer Absatzplanung, prognosegetrieben erzeugt werden oder eben auch erst aus einem Kundenauftrag, auftragsgetrieben. Aus diesen Primärbedarfen entstehen dann sogenannte Sekundärbedarfe. Die Sekundärbedarfe stellen die notwendigen Halbfertigerzeugnisse und Rohstoffe dar, die zur Produktion der Fertigerzeugnisse benötigt werden. Und aus den Sekundärbedarfen können sich auch noch Tertiärbedarfe ergeben. Tertiärbedarfe sind für die Produktion notwendige Bedarfe an Hilfsstoffen oder Betriebsstoffen, ja, zum Beispiel Schmiermittel für eine Maschine. Wenn man über Bedarfe spricht, muss man außerdem unterscheiden zwischen Brutto- und Nettobedarfen. Bruttobedarfe sind die Bedarfe, die aus einer Absatzplanung oder aus Kundenaufträgen resultieren. Ein Bruttobedarf berücksichtigt insbesondere keine Lagerbestände. Im Rahmen der Bedarfsplanung wird dann aber eine Nettobedarfsrechnung durchgeführt. Und dieser Nettobedarf, die ergibt sich aus dem Bruttobedarf und es werden zum Beispiel existierende Lagerbestände berücksichtigt. Außerdem werden im Rahmen der Nettobedarfsrechnung auch zusätzliche Bedarfe berücksichtigt, wie zum Beispiel eine Menge von Materialien, die Sie benötigen, um Qualitätssicherungsmaßnahmen durchzuführen. Also im Rahmen der Fallstudie oder der Prozesse, die Sie durchführen, werden Sie sehen, wir werden sowohl Bruttobedarfen als auch Nettobedarfen begegnen. Nachdem wir jetzt die wichtigsten Grundbegriffe geklärt haben, werden wir uns jetzt nochmal die betrieblichen Aufgaben anschauen, die im Rahmen einer Produktion anfallen. Und an was machen wir das? Das machen wir natürlich an dem Aachener PPS-Modell. Ja, wenn es schon ein Modell gibt, das den Namen Aachen trägt, dann werden wir das hier an der FH Aachen auch verwenden. Das Aachener PPS-Modell, PPS ist die Abkürzung für Produktionsplanung und Steuerung hier, fasst alle Aufgaben zusammen, die notwendig sind, um Produktionsprozesse zu planen und zu steuern. Das Aachener PPS-Modell ist hier auf der linken Seite der Folie dargestellt. Man sieht, es gibt hier verschiedene Aufgaben. Die Grundlage bietet eine Datenverwaltung. Das sind die notwendigen Daten für die unterschiedlichen Prozesse. Es gibt dann sogenannte Querschnittsaufgaben. Die Querschnittsaufgaben betreffen zum Beispiel das Auftragsmanagement, Bestandsmanagement und Controlling. Controlling werden wir sehen, ist im SAP-ERP-System zum Beispiel in der Komponente CO abgebildet. Es gibt die Kernaufgaben der Produktion, sowas wie eine Produktionsprogrammplanung, Produktionsbedarfsplanung, Planung des Fremd- und des Eigenbezugs. Und es gibt Netzwerkaufgaben, die sich auf strategische Aufgaben im Rahmen von Produktionsnetzwerken beziehen. Und das ist eine Übersicht über alle Aufgaben, die Sie benötigen, wenn wir über Produktionsplanung und Steuerung sprechen. Und das Ganze können wir jetzt auch mal mit dem SAP-ERP-System in Verbindung setzen. Und da erkennt man schon, dass das, was wir im SAP-ERP-System im Menübaum unter Produktion wiederfinden, natürlich in sehr engem Zusammenhang steht mit den Aufgaben, die in dem Aachener PPS-Modell dargestellt sind. Auf der Folie habe ich Ihnen dargestellt durch Ziffern, welche Kernaufgaben sich wo im Menübaum des SAP-ERP-Systems wiederfinden. Die Datenverwaltung entspricht den Transaktionen im Bereich Stammdaten. Alles das, was eine Produktionsprogrammplanung betrifft, findet man im Bereich Absatz-Grobplanung wieder. Produktionsbedarfsplanung ist der Bereich Bedarfsplanung und schlussendlich finden wir die Eigenfertigungsplanung im Bereich Fertigungssteuerung. Ja, aber auch die anderen Kernaufgaben sind abgedeckt. Ja, den Fremdbezugssteuerung haben wir schon gesehen, das ist die Komponente Materialwirtschaft. Das Controlling erfolgt in der Komponente Controlling. Bestandsmanagement finden wir in der Komponente Materialwirtschaft. Ja, und Auftragsmanagement ist zum Beispiel das, was wir in der Komponente Vertrieb gesehen haben, Kundenaufträge. Somit sieht man, dass die Aufgaben,
die Kern- und Querschnittsaufgaben des Aachener PPS-Modells vollumfänglich in dem SAP-ERP-System abgebildet werden können. Und zum Abschluss dieser Grundbegriffe überlegen wir uns jetzt nochmal, was unser Beispielunternehmen Global Bike denn so tut. Global Bike verwendet den Produktionstyp Lagerproduktion. Es wird also unabhängig von Kundenaufträgen produziert. Außerdem ist die Produktion bei Global Bike als Serienproduktion organisiert. Das heißt, zum Beginn der Produktion wissen wir die Losgröße, also wie viele Stück eines Materials hergestellt werden. Global Bike bietet aktuell seinen Kunden keine Möglichkeit zur Definition von kundenindividuellen Merkmalen, also es gibt keine Kundenindividualisierung. Und alles das, was wir im Rahmen der Absatzgrobplanung machen, wird auf historischen Verkaufszahlen basieren. Aber wie immer ist es natürlich so, dass diesen Beispielprozess, den wir jetzt durchführen im Rahmen des Praktikums und den wir auch als Basis der Vorlesung verwenden, nur eine mögliche Prozessausprägung ist. Es gibt hier viele verschiedene Varianten der Prozessdurchführung, die möglich sind. Nachdem wir jetzt die Grundbegriffe geklärt haben, schauen wir uns als nächstes die Stammdaten der Komponente Produktionsplanung und Steuerung im SAP-ERP an. Die Organisationsdaten lasse ich, wie schon erwähnt, außen vor. Das haben wir alles schon gesehen in den vorherigen Videos. Das erste Stammdatum, das wir uns jetzt anschauen, ist wieder das Material. Wir verwenden hier das Material DXTA 1000, das ist das Deluxe Touring Bike. Und insbesondere schauen wir hier auf die Dispositionssichten und die Sicht der Prognose. Wenn ich die auswähle, muss ich natürlich wieder ein Werk auswählen. Ich wähle jetzt das Werk in Dallas aus, weil das das eine Werk ist, in dem produziert wird in der USA. Auf der ersten Dispositionssicht sehen wir jetzt schon die wichtigsten Daten, die mit der Produktion zu tun haben. Wir sehen hier zum einen, dass die Basismengeneinheit ein Stück ist. Das Dispositionsmerkmal ist hier M1, Leitteileplanung. Es gibt verschiedene Dispositionsmerkmale. Leitteileplanung sagt insbesondere aus, dass Leitteile besonders wichtige Materialien sind, die getrennt gehandhabt werden im Rahmen der Bedarfsplanung. Und unser Material DXTR 1000 ist eben als Leitteil gekennzeichnet. Wenn man sich das Dispositionsmerkmal anschaut, dann gibt es hier eine Vielzahl. Hier auf Details einzugehen, übersteigt den Inhalt dieser Vorlesung. Von daher werden wir das jetzt auch nicht weiter tun. Genauso ist hier im Dispositionsverfahren zu sehen, was ist der Fixierungshorizont. Den Fixierungshorizont, erinnern Sie sich vielleicht, haben wir auch schon mal in der Bedarfsbestandsliste gesehen. Der ist hier auf 7 Tage festgelegt. Im Bereich der Losgrößenberechnung sehen wir dann, welche Losgrößen bei der Disposition verwendet werden. Hier ist für unser Material die exakte Losgrößenberechnung hinterlegt. Wir haben aber auch schon vorher gesehen in anderen Videos, dass es unterschiedliche Möglichkeiten der Losgrößenberechnung gibt. Hier kann man zum Beispiel eine Mindestlosgröße oder eine Maximallosgröße hinterlegen. Auch der Reiter Disposition 2 ist für die Komponente Produktionsplanung und Steuerung relevant. Man sieht hier zum einen die Beschaffungsart. Die Beschaffungsart ist in diesem Material auf X gesetzt, das heißt Eigen- und Fremdbeschaffung. Das heißt, werden wir sehen, bei der Überführung ins Planauftrags können wir sowohl einen Fertigungsauftrag als auch eine BANF erstellen. Wir werden aber hier nur Fertigungsaufträge erstellen, weil wir das Material immer produzieren werden. Außerdem gibt es den ganzen Bereich der Terminierung. In der Terminierung finden wir alles, was damit zusammenhängt, die Produktionsgrobplanung. Hier ist hinterlegt eine Eigenfertigungszeit von 4 Tagen. Und Warenbeeinbangsbearbeitungszeit ist 0 Tage und Planlieferzeit ist 0 Tage. Also wir werden sehen, das sind die Zeiten, die verwendet werden in der Terminierung der Produktionsgrobplanung. Disposition 3 enthält die Informationen über die Verfügbarkeitsprüfung. Das sind die Daten, die verwendet werden in der ATP-Berechnung. Das haben wir schon gesehen im Rahmen der Komponente Vertrieb. Außerdem sehen wir auf diesem Reiter noch Informationen, die zusammenhängen mit der Prognose. Zum einen sehen wir beim Periodenkennzeichen, dass dieses Material auf Monatsbasis
prognostiziert wird. Hier gibt es verschiedene Werte. Hier könnte man eben auch auf Tages- oder Wochen- oder Geschäftsjahresvariante prognostizieren. Im Bereich Vorplanung erkennen wir jetzt noch Konfigurationsparameter, die steuern, wie in der Grobplanung dieses Material behandelt wird. Hier gibt es zum Beispiel eine Strategiegruppe, auf die Details gehe ich jetzt gar nicht erst weiter ein, die würden zu weit führen. Und wir haben zum Beispiel einen Verrechnungsmodus hinterlegt, der ist in unserem Beispiel 1, das heißt Rückwärtsverrechnung. Ja, das heißt, existierende Kundenaufträge oder Bedarfe werden mit der Vorplanung nur nach hinten verrechnet. Den letzten Reiter, den wir uns jetzt noch anschauen, ist der Reiter Prognose. Hier sind alle Daten zusammengefasst, die mit der Prognose von zukünftigen Verbräuchen basierend auf historischen Verbräuchen basieren. Wir sehen zum Beispiel, dass in den allgemeinen Daten ein Prognosemodell hinterlegt ist. Das Prognosemodell ist hier X. Ja, X sagt aus, dass hier Trendsaisonmodell für eine Prognose verwendet werden soll. Welche Modelle es gibt, habe ich kurz in den Folien zusammengestellt, finden Sie auch in dem entsprechenden Kapitel des Lehrbuchs, aber nur auf einer sehr hohen Ebene. Details dazu kann man in der SAP-Dokumentation finden. Außerdem gibt es hier Konfigurationsparameter in Anzahl der gewünschten Perioden, die einfach ja, das Prognosemodell nochmal konfigurieren, wie viele Vergangenheitsperioden werden verwendet, um wie viele Perioden in der Zukunft zu prognostizieren. Und wie lange ist so eine Saison in unserem Modell? Und man sieht hier, dass bei unserem Material 12 Perioden in die Zukunft prognostiziert werden und es hier irgendwie eine Saisonalität von 12 Perioden geben soll. Eine Periode ist wieder ein Monat. Ja, dann gibt es noch sehr detaillierte Parameter, die Sie auch pflegen werden im Rahmen des Praktikums zur Konfiguration des verwendeten Prognosemodells. Darüber werde ich jetzt hinweggehen. Was noch spannend ist hier, sind historische Verbrauchswerte. Wenn wir darauf klicken, wenn wir den Verbrauch auswählen und hier auf Gesamtverbrauch klicken, dann sehen wir erstmal nicht besonders viel, aber wenn man ein Stück weit in die Vergangenheit scrollt, sehen wir, dass bis März 2018 hier bestimmte Verbrauchswerte hinterlegt sind. Die sind manuell korrigiert, deswegen musste man auf Gesamtverbrauch klicken, dass man das sieht. Ja, und hier sind in unserem System irgendwelche historischen Verbrauchswerte hinterlegt. Diese historischen Verbrauchswerte, die werden wir dann sehen, die werden verwendet im Rahmen der Materialprognose, ja, und die werden verwendet, um basierend auf historischen Verbräuchen zukünftige Verbräuche vorherzusagen. Das ist alles das, was wir uns im Rahmen des Materials angucken wollen. Ich habe im Rahmen der Einführung schon gesagt, dass so ein Material eine Stückliste benötigt. So eine Stückliste stellt dar, aus welchen Komponenten ein Material aufgebaut ist. Wir schauen uns als nächstes die Stückliste dieses Materials an. Dafür gehen wir im Menübaum in den Bereich Produktion, Stammdaten und hier gibt es die Stücklisten. Wir werden uns jetzt eine Materialstückliste anzeigen, und zwar die Stückliste des Materials DXTA1000, spezifisch für ein Werk. Und es gibt unterschiedliche Verwendungen, die man auswählen kann. Hier ist eben nur die Verwendung 1, das ist eine allgemeine Verwendbarkeit hinterlegt. So eine Stückliste, sehen Sie jetzt hier, ist eigentlich aufgebaut, das ist eine flache Tabelle. Man sieht, so eine Stückliste hat verschiedene Positionen. Jeder dieser Positionen ist wieder in Material hinterlegt und zu jeder dieser Positionen gibt es hier eine bestimmte Menge, wie häufig das Material eben benötigt wird. Also am Beispiel unseres Deluxe Touring Bikes in Schwarz sehen wir, dass das Deluxe Touring Bike 2 mal ein Aluminiumrad benötigt. Ja, es benötigt einen schwarzen Rahmen und so weiter, eine schwarze Kette und ja, gibt noch eine Reihe von weiteren Materialien, die benötigt werden. Man erkennt an dieser Stückliste, dass die flach ist. In der Realität sind Stücklisten aber relativ komplex aufgebaut. Ja? So eine Stückliste ist nicht flach und auch das sehen Sie hier. Es gibt hier diesen Haken Baugruppe und der sagt aus, dass diese Komponente TRWA 1000 auch wieder eine eigene Stückliste hat.
Die schauen wir uns jetzt an. Und wenn wir das jetzt auswählen, sehen Sie, das ist die Stückliste des Aluminiumrads und die besteht jetzt selbst wieder aus einer Menge von Materialien in einer bestimmten Anzahl. Das ist jetzt aber die unterste Ebene der Stückliste, weil die nicht weiter aufgelöst werden kann in Baugruppen. Ja, man sieht, hier die Stückliste von unserem Beispielunternehmen ist relativ einfach. In der Realität für ein echtes Produkt werden solche Stücklisten natürlich um ein Vielfaches komplexer. Diese Hierarchie der Stückliste kann man sich auch nochmal anschauen, etwas schöner dargestellt in dem Materialstücklistenbrowser. So, und wenn ich mir jetzt in dem Materialstücklistenbrowser unser Touringbike ansehe, dann kann ich hier eben mir die ganze Hierarchie aufklappen und wir erkennen jetzt eben, dass auch hier, dass das Deluxe Touring Bike eben aus einem Aluminiumrad besteht und das Aluminiumrad selbst wieder eine Stückliste hat. Und zum Abschluss dieser Diskussion über Stücklisten habe ich jetzt hier auch nochmal unsere Stückliste dieses Deluxe Touring Bikes ja, sozusagen grafisch dargestellt in einer Explosionszeichnung. Ja, Sie sehen jetzt hier auf dieser Folie, dass dieses Bike eben aus den verschiedenen Komponenten besteht, die wir in der Stückliste gesehen haben. Ja, und man sieht hier so ein bisschen, wie die zusammenhängen, um schlussendlich ein vollständiges Fahrrad herzustellen. Und hier gibt es das Aluminiumrad. Und auch für das Aluminiumrad könnte man wieder so eine Explosionszeichnung erstellen. Jetzt haben wir uns Materialien angeschaut und wir haben uns außerdem die Stücklisten angesehen. Was wir auch noch brauchen im Rahmen der Absatz- und Produktionsgrobplanung ist die Produktgruppe. Auch die gehört zu den Stammdaten. Wir zeigen uns jetzt hier mal eine Produktgruppe an. Und die Produktgruppe, die ich jetzt hier zeige, das ist die Produktgruppe der Deluxe Touring Räder. Und man sieht hier auch, so eine Produktgruppe ist eigentlich eine flache Liste, die enthält verschiedene Mitglieder, nämlich die Deluxe Touring Bikes in Schwarz, Silber und Rot und in einem bestimmten Anteil, ja, die ist hier dargestellt, die Anteilssumme muss 100% sein. Bei Global Bikes sind jetzt alle Produkte in einer Produktgruppe irgendwie organisiert. Und das ist hier nochmal dargestellt. Man hat auf der untersten Ebene jetzt hier verschiedene Materialien. Ja, unsere Deluxe Touring Bikes. Die Deluxe Touring Bikes sind zusammengefasst in der Produktgruppe. Und diese Hierarchie kann eben weiter aufgebaut werden. Das erkennt man hier. Ja, diese verschiedenen Deluxe Touring Bikes oder verschiedenen Produktgruppen sind jetzt auch wieder in der Produktgruppe erhalten. Und auf der obersten Ebene haben wir die Produktgruppe Bikes, die jetzt eben die Touring Bikes und die Offroad Bikes irgendwie enthält. Zur Durchführung der Produktion werden außerdem Arbeitsplätze benötigt. Arbeitsplätze stellen eine Maschine, Montagearbeitsplatz oder auch eine einzige Person oder eine komplette Fertigungsstraße dar. Bevor wir uns das Stammdatum Arbeitsplatz jetzt im SAP-ERP-System angucken, hier eine Übersicht darüber, wie die Produktion, die Arbeitsplätze bei Global Bike organisiert sind. Weil nur wenn Sie das verstehen, verstehen Sie auch, warum die Stammdaten entsprechend abgebildet sind. Bei Global Bike besteht die Produktion aus drei Schritten. Das ist die eigentliche Fertigung, das ist die Endkontrolle und das ist die Verpackung. Diese drei Bereiche sind alle gleich aufgebaut. Das heißt, es gibt in jedem Bereich, hier zum Beispiel innerhalb der Fertigung, immer drei identische Arbeitsplätze. Also es gibt drei identische Fertigungsarbeitsplätze, drei identische Arbeitsplätze zur Endkontrolle und drei identische Arbeitsplätze zur Verpackung. Was hier in der Grafik auch noch dargestellt ist, ist das Kürzel, mit dem der entsprechende Arbeitsplatz im System hinterlegt ist. Das ist Assembly 1000, Inspection 1000 oder Packaging 1000. Was Sie daran erkennen, ist, dass dieser Arbeitsplatz tatsächlich im System nur einmal vorhanden ist. Also der ist nicht dreimal vorhanden, weil es ja drei identische Arbeitsplätze gäbe. Und er ist auch insbesondere nicht tausendmal vorhanden, sodass jeder von Ihnen einen eigenen Arbeitsplatz hat, wie bei manchen anderen Stammdaten, sondern er ist tatsächlich nur einmal vorhanden.
Dadurch, dass es sich bei den Arbeitsplätzen bei Global Bike hier immer um drei absolut identische Arbeitsplätze handelt, sind die als Stammdatum nicht einzeln angelegt, sondern der entsprechende Arbeitsplatz hat als Kapazität 3 hinterlegt, was im Endeffekt genau das Gleiche aussagt. Es gibt einen Arbeitsplatz einfach dreimal. Schauen wir uns den Arbeitsplatz jetzt mal in dem SAP-System an, wie der da aussieht. Ja, auch den finden wir hier unter den Stammdaten. Ich wähle jetzt den Arbeitsplatz Assembly 1000 aus. Ja, wenn wir den Arbeitsplatz auswählen, da gibt es hier verschiedene Reiter. Es gibt zum einen die Übersicht über die Vorschlagswerte auf dem. So ein Arbeitsplatz enthält auch wieder verschiedene Reiter mit Daten. In den Grunddaten zum Beispiel ist hinterlegt, dass es hier um die Arbeitsplatzart Person handelt. Außerdem gibt es hier so einen sogenannten Vorgabewertschlüssel. Über den Vorgabewertschlüssel ist hinterlegt, mit welchen Maßeinheiten sowas wie eine Rüstzeit, Maschinenzeit oder Personalzeit gemessen wird. Diese Vorschlagswerte sieht man dann auch nochmal im Reiter Vorschlagswerte genauer. Hier sieht man eben, dass Rüstzeit, Maschinenzeit und Personalzeit Maßeinheiten für diesen Arbeitsplatz sind. Also wir können später, werden wir sehen, eine Rüstzeit, eine Maschinenzeit, eine Personalarbeitszeit für diesen Arbeitsplatz festlegen und dass die in der Einheit Minute gemessen werden. Also im Reiter Kapazität sehen wir die Kapazität des Arbeitsplatzes und insbesondere auch, wie die berechnet wird. Das erfolgt so, dass hier zu der Kapazität sogenannte Formelschlüssel hinterlegt werden. Hinter jedem dieser Schlüssel ist eine bestimmte Formel hinterlegt. Ja, also die Formeln zum Berechnen der Eigenbearbeitungszeit, also der Zeit, die man braucht, um Material zu fertigen, wird die Formel SAP 008 verwendet. Ja, wenn ich hier auf das F4-Hilfe klicke, dann sehen Sie, es gibt hier verschiedenste Formeln. Die Formeln können auch individualisiert hinterlegt werden. Das ist aber Grundeinrichtung des Systems, das führt uns zu weit. Den Effekt der Formeln kann man eigentlich erkennen, wenn man hier auf diesen an zwei Stellen, also die Details zu der Formel kann man hier erkennen. Wenn ich hier auf Formel klicke, dann sehe ich, welche Formel da hinterlegt ist. Das ist also eine sehr einfache Formel. Die Formel besagt nur, dass die Arbeit Eigenbearbeitungszeit berechnet wird. Den Effekt der Formeln, die hinterlegt sind, kann man sich hier noch mal anschauen. Ja, ich kann hier in diesem Screen zum Testen der Formel verschiedene Werte jetzt hinterlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich würde gern 10 Teile produzieren bei einer Basismengeneinheit von 1. Die Rüstzeit dafür ist 5 Minuten, die Maschinenarbeitszeit ist 1 Minute und die Personalarbeit ist 10 Minuten. Und wenn ich jetzt hier auf Kalkulieren klicke, dann werden eben die Formeln. Ja, und wenn ich hier jetzt auf Kalkulieren klicke, dann werden die Formeln ausgeführt und ich sehe, dass für diese 10 Stück basierend auf den hinterlegten Formeln eine Rüstzeit von 0,083 Stunden erforderlich ist, 1,6 Stunden Bearbeitungszeit, kein Abrüsten und ein Gesamtbedarf von 1,75 Stunden. Was das genau heißt, führt wie gesagt zu tief, diese Grundeinrichtungsthematik. Ich wollte Ihnen erstmal nur zeigen, dass es das gibt und wie man das testen kann. Wenn Sie dafür weitere Informationen benötigen, müssen Sie in der entsprechenden Detailliteratur nachlesen. Was man sich hier außerdem angucken kann, ist die Kapazitätsübersicht nochmal. Und da ist insbesondere dieser Bereich des Standardangebots für uns spannend, weil darüber ist genau das abgebildet, was ich Ihnen gerade auf den Folien gezeigt habe. Man sieht hier nämlich, dass dieser Arbeitsplatz dreimal vorhanden ist. Anzahl Einzelkapazität ist 3. Außerdem sieht man, wie basierend auf Arbeitszeit, wie viel an einem Tag dieser Arbeitsplatz, ja, wie viel Zeit da zur Verfügung steht. Beginn ist 8 Uhr, Ende ist 17 Uhr, eine Stunde Pause, Mittagspause, führt zu einer Einsatzzeit von 8 Stunden. Und somit kommen wir dann auf eine komplette Kapazität für die Produktion von 24 Stunden an einem Tag. Das ist einfach dreimal die Arbeitszeit zusammen mit dem Nutzungsgrad von 100%.
Diese Arbeitszeit, werden Sie sehen, geht dann da ein, wenn wir später eine Produktion feinterminieren. Und analog sind auch die anderen beiden Arbeitsplätze bei Global Bike, nämlich das Verpacken und die Inspection, aufgebaut. Der Reiter Terminierung ist ähnlich. Auch da gibt es jetzt verschiedene Formeln, die hinterlegt sind, um in der Terminierung zu berechnen, wie lange ein Arbeitsschritt dauert. So viel zum Stammdatum Arbeitsplatz. Was jetzt noch fehlt, ist das Stammdatum, das unser Material und die Arbeitsplätze zusammenbringt. Das sind nämlich die Arbeitspläne. Wir schauen uns jetzt einen Arbeitsplan an für unser Material DXTA 1000 im Werk in Dallas. Wenn wir uns diesen Arbeitsplatz anschauen, dann sehen wir zuerst die sogenannte Vorgangsübersicht. Die Vorgangsübersicht stellt dar, welche Produktionsschritte notwendig sind, um dieses Material DXTA 1000 herzustellen. Was sehen wir jetzt in der Vorgangsübersicht? Wir sehen, dass verschiedene Vorgänge an verschiedenen Arbeitsplätzen in möglicherweise verschiedenen Werken durchgeführt werden. Zum Beispiel der Schritt Material Staging, also Material vorbereiten. Die Basismengeneinheit hier ist 15. Das heißt, alles Weitere bezieht sich immer auf eine Menge von 15 und dafür benötigen wir 10 Minuten Personalzeit. Also zur Vorbereitung der Materialien für 15 Fahrräder werden 10 Minuten Materialzeit verwendet. Und das werden wir später sehen. Das geht dann natürlich in die Kalkulation ein. Wenn wir eben 30 Fahrräder vorbereiten wollen, brauchen wir 20 Minuten. Alle weiteren Schritte haben hier eine Basismengeneinheit von 1, bis auf den letzten Schritt, der hat auch wieder eine Basismengeneinheit von 1. So, und die verschiedenen Schritte, nehmen wir uns jetzt mal den Schritt Attach Brakes, also Anbauen der Bremsen, bezieht sich auf eine Basismengeneinheit von 1, also auf 1 dieser Fahrräder, und hat hier jetzt eine bestimmte Zeit, keine Rüstzeit, keine Maschinenzeit, aber 2 Minuten Personenzeit hinterlegt. Ja, und Sie sehen eben jetzt hier schon, dass dieser Arbeitsplan das Material zusammenbringt mit den Arbeitsplätzen. Und das wird auch nochmal deutlich, wenn wir auf diesen Reiter Komponentenzuordnung klicken. In der Komponentenübersicht sehen wir die Zuordnung der verschiedenen Elemente der Stückliste zu Vorgängen in unserem Arbeitsplan. Und man sieht hier zum Beispiel, dass der Bremsenkit im Vorgang 60 verwendet wird. Ja? Und wenn wir jetzt nochmal zurück navigieren, dann erkennen wir hier auch, dass der Vorgang mit der Nummer 60 dieser hier ist, das Anbauen der Bremsen. Und so enthält eben der Arbeitsplan auch die Information, welche Komponenten der Stückliste werden in welchem Schritt denn benötigt. Und der Arbeitsplan bringt also die Stückliste und das Material zusammen mit den Arbeitsplätzen und bietet schlussendlich die Grundlage zur Feinterminierung von der Produktion. Damit sind wir jetzt einmal durch die Stammdaten der Komponente Produktionsplanung und Steuerung durch. Im nächsten Schritt führen Sie jetzt die Fallstudie durch. In der Fallstudie werden Sie die ganzen Stammdaten wiederfinden und auch im Produktionsprozess mit diesen Stammdaten durchführen. In dem nächsten Video zu den Details der Produktionsplanung werden wir uns dann die einzelnen Schritte der Produktionsplanung und Steuerung im Detail anschauen und ich werde Ihnen erklären, was genau da im Detail passiert. Bis dahin bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.